Na, hoffentlich wird alles weitere besser laufen. So, ich hätte gern die nächste Seite. Beim vorigen Webinar und beim Berichtswebinar haben wir darüber gesprochen, dass es Partner gibt, die beim Übergang zu Blockchain Differenzen festgestellt haben bei der Bilanz. Also es wurden nicht komplette Beträge überwiesen vom Kundenkonto zu Blockchain. Und wir haben Screenshots gemacht, wir haben das abgeglichen. Vergangene Woche, diese Woche waren die Mitarbeiter des IT-Departments damit beschäftigt und sind heute noch damit beschäftigt, dass man die Anrechnung nicht manuell verbessert. Denn von solchen Partnern gibt es leider viele. Ich habe mir die Tabelle angeschaut. Die russische Liste ist ziemlich lang, rund 800 Personen. In der englischsprachigen Version 1500 Personen. Italienische, spanische Listen umfassen jeweils ungefähr 1000 Personen. Und manuell diese Anpassung vorzunehmen, wäre schwierig. Deshalb wurde beschlossen, im Kundenkonto bei jedem Partner die Schaltfläche Bilanz aktualisieren einzurichten. Dort, wo wir mit Ihnen den Seed-Satz generiert haben, bekommen wir noch eine Schaltfläche. Jeder, der die Tabelle schon mal ausgefüllt hat oder auch wenn Sie die Tabelle noch nicht ausgefüllt haben, aber der Meinung sind, dass Sie eine Differenz aufweisen oder feststellen können, müssen Sie diesen Knopf, diese Schaltfläche betätigen. Was kommt weiter? Vom Kundenkonto werden Transaktionen initiiert, die vielleicht nicht ursprünglich komplett vollzogen wurden. Warum sind diese Differenzen entstanden? Jeder von uns hat im Kundenkonto einige Pakete, einige Sorten sozusagen von Crew-Punkten, die einmal als Geschenke verteilt wurden oder als Punkte beim Erwerb von Bildungsangeboten und so weiter und so fort. Diese Pakete wurden einzeln nach Blockchain geschickt und es konnte dadurch zu Fehlern, also es konnte Fehler verursachen. Also irgendeine Aufnahme, irgendeine Aufzeichnung hat nicht genug Platz im entsprechenden Paket gehabt. Also die Transaktion hat nicht stattgefunden und die Bilanzen gehen auseinander. Wenn Sie jetzt auf Aktualisieren drücken, veranlassen Sie diese Prozedur. Also man muss nicht erwarten, dass es automatisch und sofort stattfindet. Also das dauert ein bisschen. Die Betätigung dieser Schaltfläche bewirkt das Kommando an das Kundenkonto die Transaktionen bei Blockchain abzuschließen. Das nimmt vielleicht einige Stunden in Anspruch und erst am nächsten Tag können Sie das Ergebnis sehen, ob die neuen Token auf Blockchain gelandet sind oder nicht. So sieht das aus. Diese Methode wird eingeführt, ja, ich denke am Montag schon. Also am Montag wollen wir das alle spätestens getestet haben. Die IT-Leute wollen das uns einmal vorzeigen. Und wenn das gut läuft, haben wir spätestens am 1. Juni bei allen in den Kundenkonten. Natürlich müssen Sie beachten, dass das nicht im Nu aktualisiert wird, sondern einige Zeit in Anspruch nimmt. Ein Teil der Partner hatten Probleme. Die konnten nicht den Schlüssel generieren aufgrund eines Fehlers im Kundenkonten. Also die konnten die entsprechende
die entsprechenden Kennworte eingeben, aber das hat nicht funktioniert. Die Kollegen, die den Support angerufen haben, haben wir jetzt alle registriert. Das sind 41 Personen insgesamt, die sozusagen zu dieser genau, wir haben wieder Probleme mit Bild und Ton. Frau Antoninko will jetzt versuchen, das neu zu organisieren. Also leider ist etwas schief gegangen. Gut. Okay, also die 41 Personen, liebe Kollegen, liebe Freunde, wenn Sie den Support noch nicht angerufen haben, beim Auftreten des Serverproblems, wo Sie den Schlüssel nicht haben generieren können, müssen Sie ganz dringend den entsprechenden Antrag stellen. Heute Morgen. Diejenigen, die schon eingereicht haben, 41 Personen sind okay, sind klasse. Die IT-Menschen arbeiten schon mit denen. Was wird für diese Partner gemacht? Sämtliche Wallets auf Blockchain, die Sie noch nicht erschließen konnten, aufmachen konnten, beinhalten trotzdem Crew-Einheiten. Diese Wallets werden jetzt einmal auf Null heruntergefahren und neue Wallets werden für diese 41 Partner generiert, neu generiert. Also es war ein Fehler am Server und man konnte, wie gesagt, den eingerichteten Wallet nicht aufmachen. Die Partner, die aus Versehen oder aus welchen Gründen auch immer ihre Codierung vergessen haben, sind in einer schwierigen Situation. Es kann denen nicht geholfen werden oder schlecht geholfen werden. Es kann sein, dass jemand schon in diesem Wallet drinne war und wir können nicht feststellen, ob das einer war mit guten Absichten oder mit bösen. Eine Gruppe von von Partnern in Indien. Also es ist zu einem Problem gekommen in Indien. Also der Ex-Leader hat sozusagen die Situation der Partner missbraucht und sehr wahrscheinlich hat wahrscheinlich die Units. Wie gesagt, man muss diese Codierung kennen, das darf nicht verändert werden. Es ist eine sehr, sehr spezielle Formel, die behalten werden muss. Diejenigen, die das gemacht haben, zum ersten Mal in ihrem Leben werden es wohl nicht schaffen, so eine Aktion wiederholt zu organisieren. Die indischen Partner haben uns schon angefragt, ob wir nicht helfen könnten. Es ist aber grundsätzlich ein Problem. Normalerweise sollte man das Verfahren sich aneignen, so dass niemand mehr von Fremden sich da einmischt. Und wenn man schon einmal den Fehler gemacht hat, dass man den privaten Schlüssel jemandem offenbart hat. Wir sehen sehr häufig, wie
diese 12 Schlüsselwörter gesendet werden als Screen per Skype, per Telegram. Im Grunde genommen an den ersten Besten, der einfach sagt, ich kann dir helfen. Niemand darf und kann wissen, mit wem er im Telegram spricht, mit einem ordentlichen Menschen oder mit einem Schwindler. Hier muss man lernen, hier muss man und sollte man keine Angst haben vor Fehlern. Also Sie müssen das entweder ganz allein machen oder mit Familienangehörigen. Also das können Sie mit Ihrem Sohn machen oder mit Ihrer Tochter, mit Ihrer Frau. Also wenn Sie ein bisschen älter sind, dann sollten Sie vielleicht die jüngere Generation aus der eigenen Familie an die Kodierung heranholen, aber natürlich keine fremden Menschen, von denen Sie gar nichts wissen und denen Sie sowieso nicht vertrauen können. So, die dritte Gruppe von Menschen, die uns angesprochen hat. Das sind Partner, die Crew aufgrund eines CPU-Fehlers nicht in World Crew konvertieren können. Es kommt ständig die Inschrift UNTB hinzufügen. Die Rechnerkapazität reicht nicht. Mit diesem Problem werden wir oder an diesem Problem arbeiten wir auch. Die Programmierer sind dran. Das Problem ist leider nicht konstant da, sozusagen. Also es tritt gelegentlich auf. Bei manchen Partnern funktioniert alles gut und bei manchen nicht. Lustigerweise am 8. April hat die Konvertierung oftmals fehlgeschlagen. Also die Partner sind aufmerksam geworden auf die Tatsache der falsch erhobenen Gebühren. Vom 6. bis zum, Entschuldigung, vom 8. bis zum 16. April gab es einige Probleme mit der Freischaltung der Units. Insbesondere wenn nicht sämtliche Crews genommen wurden, sondern ein Teil. Also man versucht jetzt wohl die Reste neu zu berechnen. Die Kapazitäten reichen nicht und der Fehler tritt auf. Da das Problem nicht alle wirklich betrifft, also nur punktuell Kollegen betroffen sind, also eine Person, drei Personen, fünf Personen. Das sind eigentlich keine großen Probleme. Also deshalb sind wir auf der Suche, aber der Fehler ist in so einer Konstellation nicht so leicht zu beheben. Also wenn bei allen etwas nicht funktioniert, dann kann man den Fehler leichter finden und so, wenn die meisten zufrieden sind und nur bei einigen Probleme auftreten. Also allenfalls wird daran im Moment gearbeitet, wird damit gekämpft. Am Montag wurde die erste verbesserte Version eingereicht. Also bei manchen wurde das Problem behoben, bei manchen nicht, aber eigentlich okay. Vielleicht brauchen wir noch eine Woche für die Kontrolle und vielleicht brauchen wir noch eine zweite, um mit diesem Problem fertig zu werden. So, die nächste Folie bitte. Viele fragen in den Chats, viele sprechen den Support an mit folgender Frage. Rückstellungen für das Abstecken von Crew für Crew kommen nicht von alleine. Meine lieben Kollegen, wir sind gewohnt, dass unsere Programmierer die Berechnungen gemacht haben in den Kundenkonten. Also das hat jemand gemacht und wir haben nur die Bilanzen gesehen, als die Nachrichten oder wenn die Nachrichten kamen, die Boni angerechnet oder sowas. Wir konnten dann gleich das Ganze im Kundenkonto sehen. Mit Blockchain Wallet sieht das anders aus. Sie müssen alles wirklich aktualisieren. Sie müssen einmal im Monat Rückstellungen aktualisieren. Sie gehen zum Staking Crew für Crew und da finden Sie eine Schaltfläche mit der Bezeichnung Force Update. Das heißt also, Sie müssen zwangsläufig aktualisieren.
am 25. Mai habe ich ein 162 Crew bekommen vom Staking. Ich weiß nicht mehr, welchen Tarif ich da habe und was das für ein Betrag war, aber die Anrechnung Crew für Crew funktioniert. Sie müssen bloß behalten, dass, wenn Staking am 25. März initiiert war, sollen Sie am 25. nächsten Monats oder am 26. Den Crypto-Wallet aufmachen, auf Aktualisieren drücken und die Crew-Token werden sofort bilanziert. Also Sie können entweder Staking für UNTB verwenden oder gegen World Crew konvertieren oder auf die Börse damit gehen, je nachdem, wer welche Strategie verfolgt. So, das nächste bitte. So, zu der Konvertierung von Crew gegen World Crew. Wir sehen, wie aktiv unsere Partner Crew gegen World Crew tauschen. Mittlerweile sind über 19 Milliarden Einheiten konvertiert worden. Und natürlich, die Tatsache, dass die Gebühr so klein ist, motiviert Menschen zu diesem Umtausch, zumal die frei geschalteten noch zum Staking gebracht werden können. Außerdem werden noch Profi-Boni angerechnet. Beim geschlossenen Seminar werden Sie gehört haben, das hat Herr Havratov gesagt, dass die Gebühren erhöht werden. Es kam der Satz, dass vom 1. Juni an, aber wie Sie sehen, wurden wir mit einer Reihe von Problemen konfrontiert. Also drei Gruppen von Partner müssen noch Unterstützung bekommen. Also die Unterstützung bei den Bilanzen, Probleme bei der Konvertierung und eine kleine Gruppe von Menschen, die ihren Crypto-Wallet nicht aufmachen können. Bis die Probleme behoben sind, wird die Gebühr nicht erhöht. So, hier sehen Sie die durchschnittlichen Gebühren. Die sehen ungefähr so aus. Also 10 Millionen Crew gleichen 100 USDU. Und auch hier treten gelegentliche Fehler auf. Ich habe eine Meldung im Chat gelesen. Bei manchen ist es so: 999,99 Crew, also unter 1000 allenfalls, wird mit einer Gebühr von 100 Dollar versehen. Das ist auch ein Fehler, der gelegentlich auftritt. Also der Crypto Wallet reagiert so fehlerhaft auf eine Zahlenkombination, Ziffernkombination, die sich aus Neunern zusammensetzt. Also das System versucht, 100 Dollar Gebühr zu erheben. Die Programmierer haben das weitestgehend behoben, das Problem, aber an manchen Stellen kann damit noch konfrontiert werden. Also insbesondere betrifft das diejenigen, die ganz früh Konvertierung begonnen haben. Und wie gesagt, das ist immer ihre Wahl. Sie können diese Einheiten einmal lassen und irgendwann, wenn sie entsperrt, werden sie freigeschaltet und kommen zu Ihnen auf die Bilanz. Wenn Sie in Zukunft sehen, wie die Gebühr aussehen wird, dann werden Sie wohl mit mir einverstanden sein, dass 100 Dollar für knappe 10 Millionen Crew sehr bescheiden sind. Denn später wird die Gebühr errechnet als eine Formel in Abhängigkeit von der Konvertierung. Also World Crew minus der tatsächliche Verkaufspreis von World Crew.
jetzt entscheiden. Jetzt müssen die Mitglieder des strategischen Beirates und des Ambassador-Beirats entscheiden, dass die Gebührensteigerung sozusagen allmählich stattfindet, nicht rapide von einem Dollar auf 300 oder sowas. Also man wünscht sich etwas Langsameres, also 20% vielleicht, dann 30%, 40% und so weiter. Wenn Sie sich heute noch überlegen, ob Sie 100 Dollar bezahlen oder nicht, das ist Ihr gutes Recht. Sie können bezahlen, Sie können es sein lassen, aber Sie müssen bedenken, die Gebühren werden sich noch ändern. Und wenn Sie solche Transaktionen offen haben, müssen Sie damit rechnen, dass die neuen Gebühren angewandt werden in Ihrem Fall. Also wenn Sie heute auf Konvertieren drücken, aber nicht bezahlen, müssen Sie später höher dafür bezahlen. Ich sehe bei Blockchain 350 Millionen Krug liegen auf Interchange-Account, aber nicht bezahlt. Das heißt, die Schaltfläche Konvertieren ist betätigt worden, aber die Bezahlung von USDU ist nicht erfolgt. Und summarisch sehen wir, $350 Millionen hängen sozusagen. Das ist so ein bisschen das Problem. Also man hat den Vorgang begonnen, aber nicht abgeschlossen. Wenn diese Menschen irgendwann einsehen, dass sie den Vorgang abschließen müssen und die Gebühr sich verändert hat, dann kann es natürlich teuer zu stehen kommen. Sie werden ihren Krypto-Wallet aufmachen und werden mit Entsetzen feststellen, dass die einst 10 Millionen Crew für 100 Dollar, vielleicht eine Nachzahlung von 100.000 Dollar erfordert, wo in dem Moment wird natürlich niemand sagen, ich tausche. Also das soll weiter auf Staking bleiben und soll irgendwann rechtzeitig freigeschaltet werden. Aber diese in der Zwischenposition hängenden, schwebenden Einheiten bringen ihnen überhaupt nichts. Also die erstmal nicht freigeschalteten könnten UNTB meinen. Wenn die freigeschaltet wären, könnten sie auch Staking organisieren zum Spekulieren oder zum Meinen. Und so bleiben die Token zwischen Himmel und Erde und man hat nichts davon, statt dass sie Einnahmen verbuchen. In Yuentibe sitzen die Menschen und überlegen sich, ob sie 100 Dollar ausgeben sollen oder nicht, wenn dessen dieselben 100 Dollar in einem Monat durchaus zu verdienen sind, in Form von Token, die vom Verkauf von Yuentibe kommen. Wir kommen hier auf das Problem der finanziellen Kompetenzen zurück, die wir versuchen, ihnen beizubringen. Die Menschen, wenn sie ihre Entscheidungen treffen, ob sie ein paar Dollar ausgeben oder nicht, kommen zu bestimmten Hemmungen, anstatt zu sagen, ja, wir bezahlen. Und dann habe ich was von, da bekomme ich etwas drauf, Bonus, Loyalitätsprogramm, zusätzliche Einnahmen, UNTB und. Und das heute bezahlte Geld kommt wieder nach einigen Monaten und dann habe ich pur Gewinn davon, dass ich heute für die Konvertierung bezahlt habe. Und die Menschen denken anders. Also die denken nur daran, dass heute das Ganze ausgegeben wird und was morgen damit passiert, weiß man nicht. Die Übertragung von WorldCrew Marken von der UGP-Gruppe vom Personalbüro läuft.
Aber wir sehen auch Differenzen zwischen dem, wie viel World Group Token im Umlauf sind. Wir gehen auf Blockchain und sehen, dass Lesezeichen World Crew 19,5 Milliarden World Crew sind im Umlauf und nur 18,5 Milliarden sind auf Staking. Also hier verstehe ich nicht, warum die Menschen ihre World Crew nicht zum Staking bringen. Das ist ja lukrativ. Andernfalls verlieren sie Geld, wenn ihre Token einfach rumliegen ohne Bewegung. Selbst wenn Sie 20 Token im Monat verdienen, das ist sowieso Geld. Die freigeschalteten World Crew, die eingefrorenen World Crew und die freigeschalteten Crew können Sie zum Staking anlegen. Vergessen Sie das nicht, wenn Sie aus dem UGP-Kundenkonto diese Token erhalten haben. Vergessen Sie nicht, das zu machen. Wir haben dafür extra Anweisungen vorbereitet, in Form von Videos, von PDF und Präsentationen. So, ein paar Neuigkeiten zu der Börse. Unitex Börse. Manche werden das gemerkt haben, manche nicht. Es ist ein System eingeführt worden, ein System von Tickets. Im linken unteren Winkel kam es zu einem Fragezeichen. Also Sie gehen zu den häufig gestellten Fragen, Zwei-Faktor-Identifizierung, Probleme mit dem Kennwort. Was macht man, wenn Sie ein Deposit einrichten und die Finanzen sind nicht angekommen? Sie lesen das Ganze durch und wenn Sie nicht die Antwort auf Ihre Frage explizit gefunden haben, drücken Sie auf die Schaltfläche gezappert, Unterstützung holen. Und da wird ein Ticket erstellt. Also Sie beschreiben das Problem. Sie müssen aber Hash der Transaktion angeben, sonst kann Ihr Geld nicht gefunden werden. Die Screens dürfen nicht angehängt werden oder sollen nicht angehängt werden, aber nicht die Hash der Transaktion. So, die nächste Seite. In der vergangenen Woche haben sich viele Partner beschwert, dass die Börse gelegentlich hängen bleibt. Also es kann nicht geordert werden, es kann das Marktumfeld nicht getestet werden, alles hängt. Also die Börse, was hat man festgestellt? Was haben unsere Programmierer festgestellt? Jeder hat so eine Glocke, so ein Glöckchen an der Börse. Da kommen die Benachrichtigungen an. Wenn Ihr Auftrag angenommen wurde, wenn er erfüllt wurde, die Ausführung von Mitteln durchgeführt worden ist, also alles, was Sie auf der Börse machen, erledigen, kommt hier an als Benachrichtigung, als eine Art Notifizierung. Und wenn Sie ganz viele Benachrichtigungen haben. Ich habe zum Beispiel einen Screenshot gemacht, 30 Notifizierungen nicht gelesen. In dem Moment hängt die Börse. Die ganze Reihe der aufgestauten Mitteilungen. Muss abgearbeitet werden. Also Sie müssen sich das Ganze anschauen. Wer Probleme mit der Börse hat, sollte einmal die Rubrik aufmachen hinter der Glocke und Sie müssen alle Mitteilungen gelesen haben oder aufgemacht haben.
Und achten Sie darauf, dass und Sie sollten bitte darauf achten, dass Sie es tun. Also das ist ein kleines Problem. So, USDT verkaufen oder kaufen. Dieses Token wurde auf EOS-Blockchain hinzugefügt. Alle wissen, dass es USDT dieser gibt auf Ethereum. Es gibt noch ein Wallet Omni auf Bitcoin-Blockchain und es gibt noch auf Drona USDT. Da wir unsere eigenen Token haben und die sind EOS sehr nah, sehr ähnlich. Bei uns wurde schon ein EOS-Wallet eingerichtet, hatten unsere Programmierer keine große Schwierigkeit damit, USDT auf EOS hinzuzufügen. Auf ERC20 war das nicht so einfach. Es geht um Gebühren. Was ist ein Wallet USDT auf ERC20? Die Börse speichert ihre Anträge innerhalb einer Stunde. Es wird ein Pool an Anträgen gesammelt und wenn die Börse Anträge sammelt, kann die Situation, also in dem Moment kann sich die Situation verändert haben. Also Ethereum wird anders notiert, 35 oder 34 und die Börse wird Verluste erleiden, wenn kleine Summen ausgeführt werden im Rahmen von vielen Transaktionen. Sie werden gesehen haben, dass in Bezug auf Ethereum die Mindestsumme für die Überweisung über 1000 Dollar beträgt. Nicht jeder unserer Partner hat so einen Umfang, um gleich mehr als 1000 Dollar auszuführen, zu überweisen. Spezielle Summen wurden mit Begrenzungen versehen. Also wenn man jedem die Möglichkeit gibt, 50 Dollar auszuweisen, wird man Gebühren zahlen. Also die Gebühren sind vergleichbar mit dem zu überweisenden Betrag. Und das ist weder für die Börse noch für den Kunden günstig. So, jetzt haben wir die Gebühren für Ethereum ein bisschen herabgesenkt, ein bisschen reduziert. Ich glaube, das kostet mittlerweile 0,1 statt 0,5. Und wir haben eine weitere Gebühr ein bisschen angepasst, 0,15. Und bei USDT auf ERC20 sind wir auch ziemlich ausgelastet. Und die Gebühren kann man auch schlecht da vorhersagen. Wir wollen die Gebühren auf die Partner nicht abwälzen. Also stellen Sie sich vor, Sie überweisen 50 USDT und Sie müssen noch eine Gebühr zahlen, 50 USDT. Und wenn jemand einen Dollar überweisen will, muss er gelegentlich 50 Dollar Gebühr zahlen. Also es ist alles noch offen, bis die Mechanismen geschaffen worden sind, wie man diese Kommission bilanziert. Es wurde erstmal bei uns gezeigt, dass wir noch USDT auf EOS haben. Bei Binance fehlt die Möglichkeit, dieses Token zu erwerben bzw. zu verkaufen.
Dieses Token wird gehandelt überwiegend auf koreanischen, chinesischen Börsen, eine amerikanische oder eine oder zwei amerikanische Börsen arbeiten damit. Es gibt noch eine Börse Netwix, KuCoin und Netwix geben die Möglichkeit, Kryptowährungen ohne Verifizierung zu erwerben. Ich habe am 6. Mai meine Dokumente zur Verifizierung vorgelegt und diejenigen, die sich beschweren, dass das bei Unitex lange dauert, können sich beruhigen. Eine große amerikanische Börse mit wirklich guten Erfahrungen haben nicht nur meinen Reisepass angefragt, sondern Führerschein von beiden Seiten. Sie wollen eine Bankbestätigung haben, wo meine polizeiliche Anmeldung und Wohnadresse bestätigt werden. Meine Karte von der entsprechenden Bank musste vorgewiesen werden und, und. Also ich habe mich gewundert, dass Sie nicht die Blutgruppe haben wollten. Dabei stand geschrieben, dass die Verifizierung zwischen 7 und 14 Tagen in Anspruch nimmt. Seit dem 6. Mai sind 14 Tage schon abgelaufen. Am 21. habe ich Sie angeschrieben, meine Damen und Herren, ich warte seit 15 Tagen auf die Verifizierung. Keine Antwort, nichts. Und Sie sagen, dass unser Support nicht entsprechend gut ist. Bei Bitfinance ist es auch so. Also ich bin noch nicht verifiziert dort und weiß nicht einmal, warum. Da gibt mir keiner eine Antwort. Also gehen Sie einmal hin und vergleichen Sie das damit, wie es bei uns organisiert ist. Auf Unitex hat die Verifizierung 2, 3 Stunden in Anspruch genommen. Bei Binance dauert das auch 2 Wochen. Also die Verifizierung dort ist auch ziemlich fortgeschritten. Es gibt eine erste Ebene der Verifizierung, die schnell abgewickelt wird. Wenn du aber mit über 2000 Dollar arbeitest, musst du also mit einem längeren Verifizierungsprozess rechnen. So, USDT auf ERC20. Wir haben noch das Token abgestellt auf EOS. Wenn jemand Orders, Aufträge noch, beziehungsweise Anträge noch offen hat in diesem Währungspaar und wenn das hängen geblieben ist, erstellen Sie ein Ticket, geben Sie Ihre E-Mail an, zeigen Sie den Screen, dass der Antrag hängt und dann können Sie auf die Art und Weise bestätigen, dass der Auftrag nicht automatisch aufgehoben werden kann. Das wird dann manuell gemacht. Also wenn das nicht funktioniert, melden Sie sich bitte. Verifizierung auf Unitex. Sie bekommen noch die zweite Möglichkeit, Ihre Unterlagen hochzuladen. Es kam dort noch zu einem Fenster, eine kleine Abteilung Unterlagen und E-Mail Officers oder KYC Officers werden möglicherweise Sie nach einem Dokument fragen. Sie können also dieses Herunterladen aus dem Hochladen aus Ihrem Kundenkonto. Welche Dokumente auch gemeint sind, vielleicht ein Auszug aus der Bank oder Führungszeugnis oder noch sonst etwas. Und zu den Perspektiven, sobald USDT auf ERC20 und anderen Blockchain-Systemen, Trona zum Beispiel, wenn das fertiggestellt ist, dann wird diese Funktion auch angeschlossen werden. Also wir wollen nicht nur mit EOS
dastehen. Wir wollen wirklich, wie bei anderen Börsen, das gesamte Angebot, liefern. USDT ist ja überall gängig und bekannt auf allen Protokollen. Und dann wird alles gut sein. So, die Arbeit im Mai. Was haben wir im Mai gemacht? Funktionen haben wir vorbereitet für den Empfang von Boni für das Blockchain. Die Funktionsfähigkeit wird jetzt getestet, also praktisch ist alles fertig. Ich habe ein paar Anmerkungen von mir gegeben. Hoffentlich werden die morgen implementiert. Die Wiedergabe von Transaktionen in Bezug auf Dividenden auf Blockchain, damit man das nicht nur innerhalb des Kryptowallets sieht, sondern auch, dass man im Explorer sich anschaut. Morgen sehen wir weiter, wie die Programmierer diese Aufgabe erfüllt haben. Bis das Ganze konvertiert ist, bis sämtliche Crew auf Volt Crew konvertiert sind, bis alle Probleme mit Bilanz eliminiert sind, wird es keine Anrechnung der Boni geben. Also es muss irgendwie ein Gesamtbild da sein. Alle, die es wollten, haben konvertiert, haben es geschafft. Technisch gesehen, die Bilanzen hat man gerade gerückt und die Boni für Loyalitätsprogramme für April und für den Mai werden auf die Art und Weise angerechnet werden. Also Mitte Juni spätestens. So, neue Funktionen. Sie haben gesagt Mitte Juni oder Juli? Mitte Juni. Der sechste Monat. So, eine Funktion zum Aufladen, Zurückziehen von Fiat, Geldern von Global Unit P zu Unitex. Viele haben ihre Konten Global Unit P angehängt. Es gibt ja das Wort Link. Und viele Partner im Chat beschweren sich, na gut, ich habe von der Börse etwas Dollar ausgeführt zugunsten des Zahlungssystems, aber ich habe keine Karte, ich kann das nicht abheben. Was mache ich mit diesen Dollar? Auf Global Unit Pay gibt es virtuelle Karten. Sie können sie an Apple Pay oder mit Apple Pay verbinden und Sie können damit ruhig Ihre Einkäufe bezahlen. Bei Global Unit Pay gibt es noch eine weitere Möglichkeit. USDC Coin kann gekauft werden zum üblichen Kurs. Dort gibt es Trading Desk mit Bitcoins, mit Ethereum. Das ist wohl das Optimale für die Partner. Das kann man also einmal tauschen und dann kann man entweder von der virtuellen Karte bezahlen oder innerhalb des Zahlungssystems können Bitcoins oder USDC erworben werden, für den Fall, dass jemand ganz dringend ans Geld kommen will. Wer bereit ist, ein paar Wochen abzuwarten, für diejenigen, die Probleme mit der Konvertierung Crew gegen Volt Crew haben, sollen ein bisschen abwarten. Bis zum 15. Juni werden alle Probleme aus dem Weg geräumt werden. Wir müssen die drei globalen Aufgaben erledigen und solange die noch nicht fertig sind, werden aber Sie bekommen rechtzeitig Informationen.
Und das System der Tickets auf der Börse wird erstellt werden. Das Einzige, unsere Partner haben wohl beschlossen, dass das System der Tickets es ermöglicht, die Verifizierung zu beschleunigen. Also die Unterlagen sind eingereicht worden bei Global Pass. Die Fotos sind gemacht worden. Der Pass ist heruntergeladen und man will ja so schnell wie möglich die Verifizierung durchgehen. Also man erstellt Tickets und in die Tickets werden die Passbilder hochgeladen. Also das ist natürlich nicht so wünschenswert. Also am liebsten sollte man das nicht machen. Wenn Sie Ihre Dokumente zur Verifizierung eingereicht haben, haben Sie ein bisschen Geduld. Ticket wird erstellt, wenn Ihre Verifizierung abgelehnt wurde, wenn Sie ein Schreiben bekommen haben, die Verifizierung fehlgeschlagen aufgrund der schlechten Qualität des Fotos oder wenn Ihr Name ähnlich klingt wie der eines politischen. Des Politikers. So, jetzt sind wir ziemlich am Ende. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Ich habe auch eine Frage gesehen im vietnamesischen Room. Da hat man geschrieben, Überlisting auf anderen Börsen. Es gab noch eine Frage zum Schlüsselwort. Wenn es vergessen, bzw. verloren ist, ist es für immer verloren. Wenn Sie kein einziges Mal den Wallet aufgemacht haben, dann versuchen Sie den Support anzuschreiben. Beschreiben Sie die Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Wo der Fehler vorlag von Seiten des Servers, konnten wir versuchen zu helfen. Aber wenn der Mensch schon einmal im Wallet war und wenn wir sehen, dass Transaktionen erfolgt sind, es gibt Partner, die schon mal im Wallet waren. Sie haben Proof of Staking gesetzt und dann haben sie versehentlich eine Datei vom Computer entfernt. Eine Frau hat uns angesprochen. Sie hatte ein Foto mit dem Schlüsselwort. Aber in den Notizen hat sie versehentlich einige Komponenten einfach gewischt, weggewischt. Und die Kollegen im Moskauer Büro haben ihr versucht zu helfen. Also diese Vokabeln mussten eingegeben werden. Aber wenn nichts erhalten geblieben ist und wenn keine Quelle für Informationen vorliegt und der Wallet schon im Einsatz war, kann hier niemand helfen. Da sind wir hilflos. Sehr gut. Listing zu anderen Börsen. Wir verhandeln jetzt, liebe Freunde, mit anderen. Einfach andere Börsen erschließen ist leicht gesagt. Vielleicht ist es technisch gesehen auch nicht so ein Akt, aber wir müssen auch eine juristische Verpackung dafür vorbereiten. Wir müssen auch eine gute Marketingvorbereitung haben. Eine Marketingagentur, die mit uns zusammenarbeitet in diesen Schwerpunkten, hat gesagt, dass unser White Paper langweilig ist. Dafür haben amerikanische Juristen gesorgt und es ist nicht alles so schön ausgewiesen, wie das bei anderen Firmen der Fall ist. Dass die Selbstpräsentation ein bisschen schicker gemacht werden müsste. Vielleicht ein bisschen weniger Juristerei. Das muss also so gemacht werden, dass jeder nach dem Lesen
sich den Eindruck verschafft. Und unterm Strich, Listing auf anderen Börsen ist ein ziemlich langwieriger Prozess. Die technische Seite ist einfach, aber die juristische und die marketingtechnische Seite ist nicht so ohne weiteres möglich. Also ich zweifle sehr, dass wir es schaffen, im Juni das Ganze zu erreichen. Aber allenfalls, es wird daran gearbeitet. Unser White Paper können Sie lesen auf zwei Seiten: cryptounit.cc und bei UGP Group. Wann werden die Gebühren erhöht? Crew gegen World Crew. Wird immer getauscht, 1:1, aber die Nachzahlung in Abhängigkeit vom Marktkurs wird vom 1. Juli oder vom 1. August eingeführt. Also es wird eine Anpassung geben für die Gebühr. Die wiederholte Verifizierung. Viele haben den entsprechenden Status bekommen. Viele haben die Möglichkeit bekommen, die wiederholte Verifizierung zu machen. Fast 500 Personen haben immer noch Probleme damit. Also die sind irgendwie politisch verdächtig. Man kann denen nicht einfach die Chance geben, das wiederholt zu machen, denn das Ergebnis wird identisch sein, wenn der Name und der Vorname übereinstimmen mit den Angaben eines Abgeordneten. Da wird, glaube ich, nicht viel helfen, wenn wir den Vorgang einfach wiederholen. Also es müssen Tickets angefragt werden und da können vielleicht zusätzliche Dokumente eingereicht werden, zum Beispiel Eheschließungszeugnis und, und. Mit dieser Eheschließungsbestätigung werden Sie unter Beweis stellen können, dass Sie eine andere Persönlichkeit sind. Also zusätzliche Dokumente werden einfach angefragt bei diesen schwierigen, zwiedeutigen Situationen. Listing auf der Börse ist technisch gesehen möglich. Aber es ist die Frage, warum und wieso? Wir werden gelistet werden auf den Börsen, die auf CoinMarketCap notiert werden, wo die Statistik geführt wird. Und unsere Statistik soll das wiedergeben. Also verstehen Sie uns richtig. Wir arbeiten professionell mit Agenturen, die einige Token im Jahr in den Markt bringen. Also das heißt also neue Marken, neue Münzen werden in den Markt gebracht. Die arbeiten schon seit 5 Jahren mit Kryptowährungen. Sie wissen, wie man Listing richtig macht, wie man die juristische, marketingtechnische Begleitung organisiert und, und. Also wir werden uns darauf verlassen. Wir werden zwar Ihre Meinung uns anhören, aber wir arbeiten trotzdem mit erfolgreicher Agentur, mit guten Empfehlungen, mit guter Historie, sagen wir mal so. So, im Wesentlichen wiederholen sich die Fragen nach Gebühren, nach Konvertierungen. Loyalitätsbonus wird angerechnet werden, nachdem alle auf World Crew umgestiegen sind, denn der Loyalitätsbonus wird nur auf Token World Crew angerechnet.
USDU direkt in den Wallet? Ja, die Aufgabe hatten wir schon. Im April, im Mai haben wir darüber gesprochen, aber bisweilen haben wir das nicht gemacht. Also wir haben diese Aufgabe ein bisschen nach hinten geschoben. USDU kann man wunderbar auf der Börse kaufen. Die Funktionen zum Kauf von USDU direkt vom Wallet wollten wir nicht so in der Form organisieren. Wir wollten Quantum dafür verwenden. Das sieht ungefähr so aus, als ob Sie mit Fiat-Geldern das System speisen würden. Viele Banken lehnen aber Zahlungen über Quantum ab, denn es ist der Erwerb von Kryptowährungen und nicht jede Bank, die Karten emittiert, unterstützt Kauf von Kryptowährungen. Also das System passt nicht so optimal für den Kauf von USDU mit Quantum. Quantum an sich wird jetzt lizenziert. Soll bei uns eingeführt werden, dann können alle Karten angenommen werden. Und so planen wir für Juni die Reduzierung der Limits für USDU-Token. Im Moment können wir mindestens 50 USDU von der Börse zurückziehen und wir haben gebeten, dass diese Grenze nach unten korrigiert wird. Eben USDU-Token, wo keine Gebühren entfallen. Und zwar soll die Reduktion auf $1 gemacht werden. Also so können wir Krug gegen Boltkrug konvertieren. Anfang Juni werden wir diese Mindestsumme und wenn das nicht $1 ist, dann höchstens 10. Also, um nicht zu warten, bis 50 zusammenkommen. Gut. Gut, meine lieben Freunde, die Zeit ist aus. Ich danke allen für ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen. Ich wünsche allen gute Stimmung. Bye bye. Tschüss.